Was geschieht, wenn im Märchen eine schöne Jungfrau in Nöten in einem Turm gefangen ist? Genau, sie wird in der Regel von einem stattlichen Prinzen befreit, heiratet ihn und lebt mit ihm glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ein bisschen so und doch wieder ganz anders verhielt es sich einst mit einem jungen Mädchen namens Barbara, das so schön war, dass viele Männer um sie freiten. Aber das Mädchen hatte ihr Herz bereits einem ganz besonderen Königssohn geschenkt, nämlich Jesus, dem Sohn des höchsten Gottes. Sie hatte von ihm gehört und war so fasziniert von der frohen Botschaft über diesen Mann aus Nazareth, den seine Jünger als den Retter, den Erlöser, ja den Messias bezeichneten. Dieser Jesus selbst hatte, so erfuhr Barbara, am Kreuz sein Leben geopfert, um so alle Menschen zu erlösen. Das Mädchen beschloss, ihm nachzufolgen. Sie wollte nach seiner Botschaft leben und ihm allein treu sein. Sie wurde Christin, schwor allen anderen Männern ab und zog so den Zorn ihres Vaters auf sich, der den christlichen Glauben verabscheute. Er ließ sie in einen Turm sperren und enthauptete sie schließlich von eigener Hand mit dem Schwert. Nach einem Happy End wie im Märchen klang das jetzt bestimmt nicht. Wo war jetzt bitte schön der Held, der die schöne Jungfrau in Nöten befreien und sie auf seinem stattlichen Ross in sein Königreich führen sollte? Wir glauben, ein Mädchen wie dieses, das ihr Herz ganz Jesus geschenkt hat und im Vertrauen auf ihn eher gewillt war, durch den Zorn und die Hand des eigenen Vaters zu sterben, als diese Liebe zu Jesus zu verraten, dem hat Jesus, der Sohn Gottes, der einzig wahre Königssohn, einen Platz im Himmelreich seines Vaters bereitet, und so ist Barbara zwar auf dieser Welt gestorben, aber hat dafür als Märtyrerin mit all den anderen Heiligen das ewige Leben im Himmelreich erlangt. Und daran denken wir noch heute, jedes Jahr am 4. Dezember.